So, willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video. In den nächsten Videos möchte ich erklären, wie Sie die Wände modellieren. Prinzipiell ist es natürlich so, wenn Sie jetzt hier die Vorbereitungen alle gemacht haben, das heißt, die Vorlagen sich reingeholt, sei es irgendwelche Rastergrafiken oder sei es Vektorgrafiken in Form von zum Beispiel AutoCAD-Dateien, danach sich das Achsenraster angelegt haben und vielleicht sogar auch ein Arbeitsebenenraster, was Sie hier sehen, dann kann man anfangen zu modellieren. Und eigentlich ist, wenn Sie so ein Gebäude virtuell nachbauen, nichts anderes machen Sie in einem solchen BIM-System, ist es eigentlich egal, mit was Sie anfangen. Ja, Sie können rein theoretisch das Gebäude so nachmodellieren, wie man es auch in der Praxis bauen würde. Das heißt, man fängt mit den Fundamenten an und macht dann das Kellergeschoss und baut das quasi von unten nach oben. Aber auch in der virtuellen Welt ist ja vieles anders. Könnte man theoretisch auch mit dem Dach anfangen. Ja, oder ganz verrückt mit den Möbeln und dann ringsum die Wände aufstellen und so weiter. Im Prinzip ist das eigentlich egal. Dennoch gibt es einen gewissen Workflow, der sich bewährt hat, immer gewisse Reihenfolgen einhält. Ich persönlich verwende, oder ja, sagen wir so, ich orientiere mich zunächst an dem Workflow, der für die virtuelle Welt, für das virtuelle Nachbauen geeignet ist, und der sich aber auch ein bisschen an der Realität draußen mit orientiert. Also der auch ein bisschen mitschaut, wie läuft das Ganze dann auch in der Realität ab. Denn wenn Sie als späterer, als Planer, das ganze Gebäude quasi vorbauen, machen Sie das ja in der Regel auch deshalb, um das dann später auch mal in der Wirklichkeit zu bauen. Und umso näher Sie an der Wirklichkeit sind, mit Ihrem Modell, umso genauer spiegelt das im Prinzip auch die Wirklichkeit wider. Und umso eher kriegen Sie auch dann gewisses Feeling, für die Realität. Und deswegen ist es vielleicht nicht zu empfehlen, das nun sich zu sehr auf die Virtualität zu verlassen, wenn man das Ganze dann später auch in der Realität umsetzen will. Was wir hier machen, ist natürlich, wir machen hier keinen Entwurf. Das heißt, das Gebäude gibt es schon. Wir haben ja hier diese Vorlagen. Wir müssen das im Prinzip nur noch umsetzen. Ja, auch das ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man jetzt mit dem Thema Wand anfängt, kann man das natürlich auch ganz völlig anders aufziehen. Zum Beispiel, das sei mal kurz nur angedeutet, wenn ich hier auf Wand gehe, dann gibt es hier zum Beispiel die Option Wand über Fläche. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel Architekt wären und es gibt ja auch die Entwurfsmöglichkeit, dass Sie sich erstmal das Gebäude von der Außenhülle quasi formen. Sie entwickeln da zum Beispiel eine Form, wie man das hier sieht, ja, in dieser Animation, wie soll man das nennen, ja, das aussieht wie so eine Art Baumstumpf, ja, so kann man sich eine Form entwickeln und kann dann aus dieser Form heraus die einzelnen Bauteile später ableiten. Also zum Beispiel für Wände kann ich dann quasi aus der Außenfläche dieser Form dann eine Dicke definieren oder einen Wandtyp zuordnen, dann daraus dann die Wände kreieren. Dasselbe gilt für Dächer. Wenn ich hier mal kurz weitergehe Richtung Dächer, jetzt muss ich kurz schauen, wo sind sie jetzt hier? Das ist alles ein bisschen verkleinert. Also Architektur, hier Dach. Ja, auch das können Sie wieder über eine Fläche ableiten. Ja, und ich weiß gar nicht, geht das sogar auf Geschossdecken? Ja, auch Geschossdecken können Sie über Fläche machen. Ja, also das sind natürlich ganz andere Ansätze. Ja, hier geht man da wieder völlig anders vor. Wie gesagt, in der Virtualität kann man sich an der Realität orientieren, wenn Sie so ein Gebäude dann nachmodellieren. Aber man kann im Prinzip auch ganz andere Herangehensweisen wählen und im Prinzip ist es egal. Wie gesagt, ich werde es jetzt hier ein bisschen kombinieren. Wir fangen zunächst an mit den Wänden. Also wie gesagt, Realität würde bedeuten erstmal das Kellergeschoss und so weiter. Aber hier ist es, hat sich bewährt, wenn Sie so ein Gebäude nachmodellieren, ist das der beste Weg, zunächst die Wände zu modellieren. Ja, zu den Wänden würde ich ganz gern noch mal ganz kurz eine Einführung geben, da weil wir jetzt mit Revit noch gar nicht so viel gemacht haben, muss ich auch noch auf ein paar Besonderheiten hinweisen, was die Art der Befehle angeht. Und da ist der Wandbefehl auch ziemlich gut geeignet. Deswegen erzeuge ich mir einfach mal temporär jetzt hier ein neues Projekt, um nur erstmal einzuführen in die ganze Problematik hier, also hier auf Neu, dann Projekt und wähle hier, ja, nehmen wir hier die Architekturvorlage. Beziehungsweise ist völlig egal, welche Vorlage ich hier verwenden würde. Und erzeuge jetzt mal ein schnell ein leeres Projekt. Jetzt wird die Vorlage hier geladen. Und bin jetzt hier in der klassischen Vorlage, wie sie normalerweise mit der Version 2019 mitkommt. Hier aus dem
Bereich für Dach. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo haben wir jetzt hier die Grundrisse? Hier haben wir jetzt hier die Grundrisse. Und ich gehe mal hier ins Erdgeschoss rein und befinde mich jetzt hier im Erdgeschossgrundriss. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Wand modellieren wollte, dann geht man hier zunächst auf in die zum Beispiel Registerkarte Architektur und findet hier verschiedene Möglichkeiten, Wände zu erzeugen. Wie gesagt, das eine hatte ich schon erwähnt. Das ist jetzt für uns Ingenieure erstmal nicht so relevant, dass sie quasi über eine Freiform kommen und dann daraus die Wände ableiten wollen. Dann unterscheidet man hier nochmal zwischen nicht tragender Wand. Ja, Klassiker sind natürlich nicht tragende Innenwände und der Wand tragend. Ähnlich ist das hier beim Ingenieurbau. Wenn man da mal reinschaut, finden Sie auch Wände. Im Prinzip ist das identisch. Ja, dann gibt es auch wandtragend, wand nicht tragend. Und dann gibt es noch Wandprofilierung. Ja, wenn Sie meinetwegen profilierte Wände erstellen wollen, dann können Sie das machen. Oder wenn Sie hier Wand mit Fugen erzeugen wollen. Aber das sind so Sonderformen von Wandtypen, die jetzt hier für den Grundkurs jetzt erstmal keine Rolle spielen sollen. Ich gehe also hier in die Registerkarte Architektur. Wenn ich mit Außenwänden anfangen will, dann würde man normalerweise wandtragend wählen, denn die sind in der Regel tragend, wenn es nicht gerade ein Skelettbau ist und die quasi nur Fassade sind. Und dann verwenden sie aber eigentlich Fassaden. Gehe also auf wandtragend. Und jetzt ist entscheidend, zunächst erstmal in den Eigenschaften können Sie jetzt den Wandtyp wählen. Und je nachdem, welche Vorlage Sie verwenden, sind gewisse Wandtypen schon mal vorangelegt. Und normalerweise würden Sie jetzt im Büro arbeiten, dann würden Sie in der Regel eine Bürovorlage haben, wo dann die klassischen Wandtypen schon mal da sind, mit denen Sie normalerweise arbeiten. Und die können Sie dann heranziehen und damit arbeiten. Oder Sie können sie natürlich auch modifizieren und sich dann Ihren Bedürfnissen anpassen. Ich mache hier mal, schaue, ob ich irgendwas, hier habe ich mal eine Wand, die jetzt ein bisschen kombiniert ist, Stahlbeton, Wärmedämmung 250 bis. Und dann nochmal 200, mal gucken, was Sie damit meinen. Und dann gehe ich jetzt hier mal in die Typeigenschaften und schaue mal den Wandtyp genauer an. Verwechseln Sie bitte nicht Typeigenschaften, das muss ich also ein bisschen kleiner machen, damit Sie hier das besser sehen. Verwechseln Sie bitte nicht Typeigenschaften mit Exemplareigenschaften. Ja, also alles, was hier unter Typ drinne definiert ist, läuft quasi, gilt quasi für alle Wände diesen Typs. Ja, ich kann ja im Prinzip verschiedene Wände erzeugen, die haben alle denselben Wandtyp. Und wenn ich jetzt irgendeine Typeigenschaft verändere, dann ändern die sich alle mit. Exemplareigenschaften bedeutet, das gilt quasi nur für diese spezielle Wand. Ja, ich werde es dann später mal demonstrieren. Jetzt gehen wir hier auf Bearbeiten und finden jetzt hier noch weitere Einstellungen. Bei so einem mehrschichtigen Wandaufbau kann man jetzt hier verschiedene Schichten festlegen. Ich mache mal hier die Vorschau an, dann sehen Sie das ein bisschen besser. Das wäre jetzt hier mein Wandtyp. Ich habe quasi hier eine tragende Schicht, also wenn Sie so wollen, die Kernschicht meiner Wand. Da habe ich quasi Urtbeton und hier außen rumherum habe ich eine Dämmung, die bildet den Abschluss. Deswegen ist das hier angehakt, deswegen wird die so rumgeführt. Und bei der tragenden Schicht kann man auch noch ankreuzen, was davon das tragende Material ist. Und so können sich theoretisch auch mehrschichtige Wandtypen aufbauen. Ja, und jetzt gehen wir auf OK. Nehmen an, wir wollen jetzt mit dieser Wand arbeiten und möchte jetzt nicht weiter verändern. Gehe also auf OK. Und wenn ich jetzt in dem Wandbefehl drinne bin, ist das Weitere, nachdem ich einen Typ ausgesucht habe, dass ich jetzt noch die Exemplareigenschaften einstelle. Und die wichtigsten Eigenschaften, die Sie dann noch einstellen sollten, bevor Sie die Wand selber dann quasi verbauen oder verlegen, je nachdem, wie Sie es nennen wollen. Manche sagen auch Zeichnen dazu, weil der eigentliche Vorgang ist dem 2D-Zeichnen gar nicht so unähnlich. Deswegen sagen viele auch, ich zeichne mir eine Wand. Ist, dass Sie hier noch die Höheneigenschaften einstellen. Das Zeichen basiert in der Regel im Grundriss, ja, aber die Höhe, die sehen Sie eigentlich nicht, weil ich bin ja jetzt hier in der Grundrissdarstellung, aber einstellen kann ich sie hier nochmal. Und hier empfehle ich jetzt hier in die Optionsleiste erstmal reinzugehen und das hier einzustellen. Ich schalte mal jetzt hier um von Tiefe auf Höhe. Jetzt meckert er gleich hier unten rum, aber das tue ich das mal kurz ignorieren. Und dann schaue ich kurz, wo geht die Wand los? Die geht los bei Erdgeschoss, Oberkante, Rohfußboden. Jetzt kann man gucken, was hier noch alles angeboten wird. Dann gibt es hier noch Erdgeschoss, Oberkante, Fertigfußboden. Ich nehme mal hier Rohfußboden. Und dann kann man auch sagen, bis wohin soll sie gehen. Wenn Sie jetzt hier ausgewählt haben, manuell, dann ist die Wand immer fix 2,8 Meter hoch. Sie können aber auch sagen, ich tue die Wand quasi mit der nächsten darüber liegenden Geschossebene verknüpfen. Das wäre jetzt in dem Fall Obergeschoss 1. Oberkante Rohfußboden.
Ja, das können Sie auch hier unten einstellen, wie Sie sehen. Und Sie können natürlich auch einen gewissen Versatz zu dieser Ebene einstellen. Ja, zum Beispiel hier noch sagen, okay, sie soll zwar an die Ebene mit der Unterkante, an der Ebene Erdgeschoss, Oberkante, Rohfußboden hängen, allerdings mit einem Versatz von plus, minus, was weiß ich, je nachdem, was Sie da einstellen wollen. Dasselbe gilt natürlich für oben. Ja, das sind nochmal die Höheneigenschaften. In der Regel werden Wände immer zwischen den Ebenen aufgespannt. Das hat nämlich den Vorteil, werde ich später nochmal zeigen, wenn Sie die Ebenen ändern, dann gehen auch die Wände entsprechend mit und Sie können auf diese Art und Weise relativ schnell die Geschosshöhen ändern. Sofern Sie das wollen, dann müssen nicht jede Wand einzeln quasi dann adaptieren. So, dann haben wir hier die Basislinie ist die nächste Einstellung. Das ist jetzt mal ganz interessant. Das geht nämlich jetzt in Richtung, wie soll die Wand konstruiert werden, ausgehend von einer gewissen 2D-Vorkonstruktion. Und das heißt, wir zeichnen immer eine Basislinie der Wand und die Frage ist, wo soll sie liegen? Ja, Wandachse bedeutet, ich zeige das jetzt hier mal kurz, dass in der Mitte meiner Wand liegt. Ja, und jetzt zeige ich mal kurz eine Wand. Ich gehe auf Linie, schalte mal Kette aus und mache auch keinen Versatz rein und zeichne jetzt hier die Linie. Und man sieht jetzt hier, die Wand ist relativ klein. Ich bin ja zoom mal ein bisschen näher ran. Also man sieht jetzt, dass die Wandachse genau in der Mitte ist meiner Wand. Ja. Übrigens, wenn Sie jetzt feststellen, Sie haben jetzt meinetwegen angefangen, wenn Sie sehen, oh, ups, die Dämmung ist auf der falschen Seite, dann können Sie mit der Leertaste die Ausrichtung der Wand ändern. Ja, und dann sehen Sie, okay, geht es momentan nicht. So, jetzt muss ich direkt mal schauen, was jetzt hier los ist. Und das können Sie auch im Nachhinein ändern, wenn Sie jetzt die Wand anklicken. Und jetzt gehen wir hier mal auf Fein. Jetzt sehen wir die einzelnen Schichten. Und die Wand ist momentan, sie geht von Erdgeschoss, Oberkante, Rohfußboden. Aha, okay. Ja, die Höhe, die ist viel zu niedrig. Hier fehlt, habe ich was umgestellt. Hier muss rein. Deswegen, ich sehe die ganze Zeit sehe ich auf die Wand von oben drauf. Ich habe die Höhe falsch eingestellt, habe mich ja wohl verklickt. Das muss ich einstellen. Obergeschoss 1, Oberkante, Rohfußboden. Ja, und jetzt sehe ich auch hier meine Wandschicht. Und wenn ich jetzt hier die Wand anklicke, dann kann ich hier auch die Ausrichtung verändern. Ja, wie gesagt, wenn Sie von der Wand direkt von oben drauf schauen, ohne dass sie geschnitten ist, und das war es jetzt in dem Fall gewesen, weil die Wand war einfach viel zu niedrig, dann sehen Sie natürlich die einzelnen Wandschichten nicht. Und ja, und das war die Sache mit der Wandachse. Jetzt gehe ich nochmal rein und werde nochmal so eine Wand erzeugen. Gehe also hier auf Wand tragend. Er merkt sich normalerweise hier die Einstellung hier, das habe ich falsch gemacht, das muss ich allerdings nochmal ändern. Hier muss Obergeschoss 1, Oberkante, Rohfußboden rein. Und jetzt hat man gesagt, hier Wandachse. Und jetzt nehmen wir mal zum Spaß hier die Kernachse, um mal den Unterschied zu demonstrieren. Gehe jetzt wieder auf Linie, zeichne hier eine Wand. Und jetzt sehen Sie hier, dass es geht die Achse quasi durch die Mitte meiner tragenden Schicht, beziehungsweise das, was ich als Kern definiert habe. Und jetzt die Leertaste drücke, jetzt sehen Sie, jetzt wechselt er quasi hier die Ausrichtung. Ja, ist die Dämmung entweder außen oder innen. Das heißt, mit Leertaste können Sie auch nochmal, wenn Sie jetzt falsch angefangen haben, die Ausrichtung der Wand korrigieren. Aber Sie haben es ja vorhin schon gesehen, das geht auch im Nachhinein. Wenn Sie hier draufklicken, haben Sie mit den Pfeilen, können Sie auch nochmal die Ausrichtung der Wandachse, also die Ausrichtung der Wand um die Wandachse korrigieren. Was auch noch geht, wollte ich, schaue ich hier gerade. Okay, hier Kernachse, das können Sie auch im Nachhinein noch ändern, wenn Sie die Wand quasi verlegt haben. Können Sie auch hier nochmal reingehen und hier zum Beispiel das auch nochmal verschieben. Ja, Wandachse, Kernachse oder tragende Schicht Außenkante. Allerdings aufpassen, wenn Sie das im Nachhinein machen, dann bleibt die Wand, wo sie ist. Sie tun im Prinzip nur die Linie im Prinzip verschieben. Ja, das dürfen Sie dann nicht durcheinander hauen. So, das sehen Sie mal hier an den Punkten. Ja, also hier ist es quasi, das definiert hier meine Linie, wo die Wand quasi aufgespannt wird. Und je nachdem, wenn ich im Nachhinein das ändere, zum Beispiel auf Kernachse, dann wandern die Punkte halt nach hier oben. Ja, aber die Wand bleibt im Prinzip, wo sie ist. Ja, das können Sie im Nachhinein dann nicht mehr ändern. Oder das müssen Sie dann quasi neu ausrichten, die Wand. Ja, was haben wir noch an Optionen? Gehe nochmal auf Wand, tragend, immer noch EG. Abhängigkeit oben macht er mir jetzt hier EG jedes Mal. Ist ja nervig. Erdgeschoss. Achso, hier oben nochmal einstellen. Machen wir es jetzt mal hier oben. Das ist jetzt Erdgeschoss, Obergeschoss 1, Rohfußboden. So.
Die nächste Option, die interessant ist, wäre jetzt hier die Kette. Ja, wenn Sie zum Beispiel mehrere Wände nacheinander zeichnen wollen und Verbindung, in dem Fall ist die Verbindung noch wichtig, ja, dass, wenn Sie die Kette aktivieren, dass Sie entweder auf die Verbindung zulassen oder nicht. Ich habe auch die Verbindung erstmal zulassen und jetzt zeichne ich jetzt hier mal so eine Wand. Und wenn ich jetzt hier klicke und hier weitergehe, dann führt er die Wand fort. Ja, ich kann quasi jetzt hier mehrere Wand Segmente nach anderen Zeichen werden automatisch verbunden, weil ich gesagt habe, Verbindung zulassen. Ja, im Vergleich nochmal das Ganze ohne Verbindung zulassen. Geht hier wieder auf Erdgeschossoberkante. Warum er das jedes Mal macht? Ich glaube, er macht das so, weil er automatisch immer die der nächst darüber liegende Ebene nimmt. Ja, ich werde mal kurz demonstrieren. Ich zeige es danach, zeige ich nochmal, warum das so ist. Dann gehen wir hier auf wieder. So, Erdgeschoss, Oberkante, Rohdecke. Erdgeschoss, Rohfußboden. Wir jetzt mal Verbindung nicht zulassen. Und wir fahren das hier ab. Und jetzt sieht man hier, dass jetzt die Wände entsprechend so gemacht werden. Er macht jetzt hier keine Verbindung. Ja, wenn Sie das nicht wollen. Ja, interessant ist noch hier nochmal, dass immer das Ganze hier mit so einem Abschluss macht. Ja, das können Sie ändern, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel die Wand anklicken. Es genügt ein Wandsegment diesen Typs oder ein Wandelement diesen Typs. Gehen auf Typ bearbeiten, gehen hier in die Konstruktion rein und sagen hier bei Dämmung Abschluss, nehmen Sie das mal raus. Dann sieht das so aus. Das kann Sie jetzt hier, da wird das entsprechend auf diese Form geführt. Ja. Aber jetzt sehen Sie auch gleich mal bei der Gelegenheit, was dieser Abschluss bedeutet, wenn Sie das aktivieren. Haben wir noch was vergessen? Schauen wir noch mal kurz rein. Ach so, es gibt noch verschiedene andere Formen. Ich habe jetzt hier nur Linie gewählt. Ich lösche das noch mal raus und gehe jetzt noch mal auf Wand tragend. Obergeschoss 1, Oberkante Rohfußboden. Und dann können Sie natürlich auch noch hier auf Rechteck gehen und quasi mit einmal hier so ein schon wieder umgedreht. Das ist nervend, ja. Sobald ich nämlich hier den Befehl hier oben ändere, muss ich hier nochmal einstellen, warum die das so machen. Das ist ein bisschen unlogisch. Jetzt schaue ich doch quasi von oben auf meine Wand drauf. Jetzt muss ich nochmal hier reingehen und hier das entsprechend ändern. Das war hier Rohfußboden. So, jetzt passt das wieder. Es sieht natürlich jetzt so aus, weil ich jetzt gesagt habe, Verbindung nicht zulassen. Ja, wenn ich das nicht will. Hätte ich natürlich Verbindung auch zulassen können, dann hätte er mir das besser sauber gezeichnet. Gehen wir nochmal hier rein, Wand tragend. Und er wählt jetzt ja immer, jetzt zeige ich es doch mal, weil es mich einfach ziemlich nervt, möchte Ihnen zeigen, woran das liegt. Das liegt an dieser Vorlage. Und er hat jetzt hier ausgewählt die Ebene Oberkante Fertigfußboden. Hier haben wir Erdgeschoss Oberkante Rohfußboden und das ist Oberkante Fertigfußboden. Und das liegt einfach daran, er ist irgendwie so programmiert und ich weiß, ob man das ausschalten kann, ist mir ehrlich gesagt unbekannt. Wenn ich hier mal in so einen Schnitt reinschaue oder eine Ansicht, das ist mir ziemlich egal, ich gehe mal hier in eine Ansicht rein, dann sehen wir hier die Ebenen und das ist quasi hier, das sind wir gerade im Obergeschoss, im Erdgeschoss, das ist quasi hier die Ebene, auf der wir arbeiten, das ist Oberkante Rohfußboden und die darüberliegende Ebene ist die Oberkante Fertigfußboden. Er tut immer automatisch zur darüberliegenden Ebene springen. Ja, eventuell, ich müsste nochmal nachgucken, ob man das irgendwie ausschalten kann. Das ist ein bisschen nervig. Ja? Also wenn Sie mit dieser Ebenenkonstellation arbeiten, dann müssen Sie halt darauf achten, dass Sie das im Prinzip immer wieder korrigieren, dass er immer automatisch dahin springt. Ist ein bisschen nervig. Es gibt einen kleinen Trick, wie man das auch relativ leicht vermeiden kann. Werde ich mal kurz demonstrieren. Ich gehe nochmal hier kurz in den Grundriss rein. Was hat man gesagt? Erdgeschoss wollen wir arbeiten. Und ja, machen wir noch ein paar andere, zeigen wir noch ein paar andere Formen, wie Sie Wände erzeugen können. Wichtig ist vielleicht nochmal auf den Workflow einzugehen, wenn Sie hier auf Wand gehen und da wählen jetzt zunächst erstmal aus, was für einen Wandtyp Sie jetzt hier modellieren wollen, nicht tragend oder wandtragend. Dann wählen Sie hier die Konstruktionsform aus. Zum Beispiel hier Kreis, nehmen wir mal was anderes, also Kreis. Dann sollten Sie hier in der Optionsleiste die wichtigsten Eigenschaften setzen, zum Beispiel Höhe, von wo bis wo soll das gehen. Wichtig ist, wenn Sie zum Beispiel was geändert haben, hier in den Eigenschaften, und Sie ändern die Konstruktionsform, dann werden gewisse Eigenschaften wieder zurückgesetzt. Ja, das bitte beachten Sie immer wieder hier bei EG. Deswegen hatte ich gesagt, zunächst die Konstruktionsform auswählen, zum Beispiel hier Kreis. Und jetzt wähle ich hier OG1, Rohfußboden.
Dann, wo soll die Basislinie sein? Da sagt man hier auf der Kernachse zum Beispiel, Versatz machen wir keinen, Verbindung, ja, das macht den Fall, können wir auch zulassen. Dann eventuell den Typ nochmal auswählen. Wenn dann noch nicht passt, dann kann man hier nochmal den Typ entsprechend ändern. Man kann auch hier Typ bearbeiten, reingehen, die Konstruktion hier anpassen. Also hier über Konstruktion bearbeiten, das entsprechend einstellen. Das ist in dem Fall okay, also gehe ich auf Abbrechen. Und dann hier noch entsprechende Exemplareigenschaften justieren. Ja, zum Beispiel hier noch einen Versatz eingeben, hier zur unteren Basisebene oder halt zur oberen Basisebene. Und last but not least kann man noch als Brechungsmodell aktivieren, wenn die Wand dann quasi im statischen Modell mit auftauchen soll. Ist normalerweise, wenn Sie tragende Wand eingeben, sowieso angehakelt, aber je nachdem. Und dann haben Sie noch gewisse Dinge, hier Angaben zur Bewährungsüberdeckung, wenn die Wand als Beton ist, wie in unserem Fall. Ja, aber das sind Sachen, die spielen erstmal keine Rolle. Die sind momentan ist ja nicht so wichtig zu diesem Zeitpunkt. Viele Sachen kann man auch im Nachhinein noch ändern. Wenn Sie es vergessen haben, können Sie da auch im Nachhinein das nochmal anklicken und dann den Bauteil nochmal anpassen. Ja, jetzt gebe ich hier einen Mittelpunkt fest. Jetzt muss ich schauen, ist die Ausrichtung haut nicht ganz hin. Also die dünnere, kleinere Schicht ist innen. Also mit der Tabulator-Taste kann ich das Ganze umdrehen. Jetzt passt auch meine Ausrichtung meiner Wand. Und jetzt kann ich den Radius festlegen und meine Wand hier platzieren. Aufpassen, er macht daraus im Prinzip zwei Halbkreise. Ja, das sehen Sie jetzt hier, wenn wir fertig sind. Jetzt hier den Befehl abschließen. Und hier mal draufklicken, wäre es hier der erste Halbkreis. Und Sie unten macht quasi zwei Segmente draus, ja, wenn Sie auf Wand auf Kreis gehen. Ja, und hier haben wir jetzt hier nochmal den entsprechenden Wandaufbau. Ja, wie gesagt, in anderer Form dasselbe gilt über Polygon. Da können Sie ähnlich vor, nur ist dann halt kein Kreis, sondern das Ganze über Polygone. Interessant ist nochmal eine andere Form, wie man Wand konstruieren kann. Das ist vor allen Dingen für diejenigen interessant, was ich jetzt zeigen werde, die schon was vorgezeichnet haben im CAD-Programm, wollen meinetwegen jetzt die Wände ausgehend von einer bereits vorhandenen Konstruktion erzeugen. Wie zum Beispiel eine 2D-CAD-Zeichnung. Ich werde das mal kurz simulieren, weil ich jetzt hier nichts Passendes da habe im CAD. Aber ich kann ja mal so tun, als hätte ich sowas. Dazu gehe ich hier auf Beschriften und erzeuge hier Detaillinien und mache hier mal zum Beispiel hier so ein Polygon. So, machen wir das hier so gerade. Ziehen das hier auf. Das könnte zum Beispiel jetzt hier aus meinem CAD kommen. Und ich möchte jetzt anhand dieser Linien hier meine Wände aufbauen, die bereits schon vorhanden sind. Und da können Sie Folgendes machen. Ich gehe also hier wieder auf Architektur, dann auf Wand, Wand tragend. Wähle hier jetzt diese Option aus, mit der kann ich quasi Linie auswählen und dann tut er quasi ausgehend von der bereits ausgewählten Linie, die dann als Basislinie nehmen, diese bereits vorhandene Linie. Ich zeige das hier mal kurz, gehe also hier auf Linie auswählen, dann gehe ich in die Eigenschaften rein, wähle hier die entsprechende obere Basisebene, also OG1, Rohfußboden, okay. Der Rest ist hier okay. Kernachse, ja, das soll die Kernachse sein. Das soll quasi auf unserer Kernachse sein. Hier macht es dann am ehesten Sinn, noch einen Versatz einzugeben. Ja, wenn Sie meinetwegen, das ist oftmals so, wenn Sie jetzt meinetwegen eine Wand ausgehend von bereits vorhandenen Linien nachzeichnen, dann macht der Versatz, die Versatzoption oft Sinn. Ja, in dem Fall ist es trotzdem bei 0. Und Verbindung zulassen, ja. Und hier passt das auch. Kernachse, unten ist es EG, Rohfußboden, oben ist das. Versatz möchte ich kein. Okay. Und jetzt klicken Sie einfach nur die Linie an. Ja. Schauen wir mal auf die Vorschau. Also, welche Seite soll die Wand dann sein? Also, es soll hier oben sein. Und jetzt kann ich hier meine Wände quasi nachzeichnen. Einfach auf die Linie klicken. Ja. Achten ein bisschen auf die Vorschau noch mit, dass die Wand auf der richtigen Seite liegt. Also ich mache das jetzt so, dass meine Wand quasi außen ist, dass diese gestrichelte Linie außen ist. So, und jetzt habe ich hier meine Wände quasi nachgezeichnet. Ja, diese Option ist halt interessant, wenn Sie bereits Linien haben. Und noch ein letzter Hinweis zu dem Thema. Nehmen wir an, Sie haben Wände schon mal gezeichnet und ist ja schon immer ein bisschen mühsam, diese ganzen Einstellungen vorzunehmen. Das können Sie im Prinzip abkürzen. Wenn die Wand schon mal da ist, dann können Sie einfach auch hier draufklicken, eine Wand auswählen. Jetzt habe ich gerade die Linie ausgewählt. Aufpassen, nicht die Wand. Ja, die Linie ist immer noch da. Jetzt klicke ich oben mal draußen auf die Wand. Und dann können Sie natürlich, wenn die Wand ausgewählt ist, auch deren Eigenschaften wie Typ oder auch die Exemplareigenschaften ändern. Aber Sie können mit der rechten Maustaste auch hier drauf gehen und sagen, Ähnliches platzieren. Ja, dann wird quasi der Wandbefehl erneut aufgerufen mit den Eigenschaften der bereits verlegten Wand. Ähnliches platzieren.
Ja, und Sie sehen, jetzt hat er quasi die gesamten Eigenschaften. Was er leider nicht übernimmt, sind hier die Höheneigenschaften. Ja, also die sind wieder abhängig hier von der Konstruktionsform. Und wenn wir jetzt hier auf Rechteck gehen, und dann müssen wir das wieder neu einstellen. Warum er das jedes Mal zurücksetzt, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Und dann können wir hier quasi Wand aufbauen und fertig. Ja, so viel dazu. Ja, das können wir vielleicht erstmal lassen. Wenn Sie meinetwegen jetzt hier so eine Rechteckwand haben, weil ich hier gerade dabei bin, und Sie wollen meinetwegen jetzt hier ganze Maße eingeben, ich meine, Sie arbeiten nicht wie ich mit einem Raster und einer Vorkonstruktion, sondern mit Maßen, dann können Sie hier, wenn Sie die Wand quasi versetzt haben, finden Sie jetzt hier die Maße, können jetzt hier die Dimension eingeben, zum Beispiel 8 Meter. Also Sie klicken quasi auf diese Wand, jetzt wird ist diese quasi variabel, kann verschoben werden. Dann klicken Sie hier unten rein, geben jetzt hier 8 Meter ein. Jetzt geht das quasi von hier aus gesehen, wie man sie anzeigt, nachher drüben 8 Meter. Klicke auf die Wand hier oben und gebe jetzt hier 5 Meter ein. Es kann natürlich sein, ich möchte allerdings das nicht von hier haben, die 5 Meter, sondern von hier außen. Dann schieben Sie einfach hier das Ganze hier auf die Außenachse und geben jetzt hier, sagen wir mal, 7 Meter ein. Jetzt bleiben die Wände bleiben alle gleich, aber die wird jetzt quasi von hier aus 7 Meter nach hier oben verschoben. So. Und so können Sie das im Prinzip auch, was die Maße angeht, justieren. Ja, dasselbe geht natürlich, wenn Sie hier die Wände erzeugen. Gehen ja auf Linie. Nehmen wir irgendwas hier oben. Und fange jetzt hier an. Jetzt kann ich hier oben im Prinzip, zeigt er mir die Maße an. Wenn ich jetzt ein Raster hätte, könnte ich entsprechend einrasten oder ich gebe einfach die Maße ein. Zum Beispiel 10. Enter. Gehe jetzt nach hier unten und gebe jetzt hier auf meinetwegen 9. Enter. Und könnte jetzt hier einfach jetzt hier entsprechend die Maße. Ich zeige also jetzt einfach in die Richtung und gebe dann die Maße ein. Entweder ich raste ein, wenn ich ein Raster habe, dann brauche ich gar nichts eingeben. Dann raste ich einfach nur ein, wenn hier die richtige Maßzahl erscheint, oder ich gebe es halt einfach numerisch ein, zum Beispiel 12 und so weiter. Ja, jetzt können wir mal einen Radius hier nochmal einstellen, damit Sie das auch nochmal gesehen haben. Einen Radius von, sagen wir mal, einen halben Meter, halt 0,5. Und mache es jetzt auf diese Art und Weise. Jetzt hat das hier ein bisschen ausgerundet. Ja, sieht man jetzt hier, ich mache mal einen Meter, sieht man ein bisschen deutlicher. Doch relativ großes Gebäude dazu. Und machen wir ein bisschen spitzer die ganze Sache. Und jetzt wird das auch entsprechend abgerundet dargestellt. Ja, wenn Sie fertig sind, entweder Escape oder rechte Maustaste abbrechen, dann sind Sie quasi fertig mit Ihrem Wandzug. Ja, und auch hier können Sie wieder das Ganze anklicken und dann hier wieder mit der dynamischen Bemaßung arbeiten. Ist ein bisschen ungünstig jetzt, weil ich jetzt hier natürlich ganz schräg habe. Und können jetzt hier einfach sagen, okay, ich möchte die Wand jetzt von hier unten ausgehen, zum Beispiel einen Abstand von 10 Metern haben. Dann geht das entsprechend nach oben. Ja, und auch die dynamische Bemaßung, die können Sie auch entsprechend umsetzen, ja, wo Sie die haben wollen. Gut, ich habe jetzt hier, ich könnte sie nach hier außen ziehen. So, dann wäre sie hier, dann könnte ich quasi von hier machen. Ich könnte es aber auch hier auf die innere Referenzebene ziehen. Ja, das geht auch. Also die können Sie quasi Ihren Bedürfnissen anpassen. Ja, die ist hier ein bisschen schwierig. Ja, ihr könnt aber auch hier eine andere Referenzebene wählen. Oh, jetzt blenden wir das ja aus. Hier zum Beispiel diese Ecke. Mit der Tabulatortaste kann ich die hier scharf stellen. Tabulatortaste gedrückt. Dann ist es hier. Und dann kann ich sagen, okay, mach das von dieser Ecke 15 Meter weg. Ja, wie gesagt, einfach hier auf die Griffe gehen und dann eine Referenzebene aussuchen. Wenn nicht die gewünschte erscheint, ich zoome mal ein bisschen ran, damit Sie das sehen. Dann kann ich auch, zum Beispiel, wenn ich die innere erwischen will, kann ich jetzt hier mit der Tabulator-Taste so lange klicken, bis die richtige erwischt. Jetzt habe ich die innere und könnte jetzt hier die Dimension entsprechend einstellen. Ja. Das ist die Justierung ihrer Bauelemente im Nachhinein anhand der dynamischen Bemaßung. Es gibt noch eine andere Variante, aber die zeige ich dann ein andermal. So viel erstmal dazu.